Hallo meine Freunde, Zarok hier mit Final Fantasy 9, nee, Quatsch, 9, 8. Final Fantasy 8, Blind, und wir wollen mal unser Spiel laden. Zippada, zippada. Und ab jetzt ist alles blind, meine Freunde. Jetzt weiß ich nichts mehr. So, und wir sind hier vor der Stadt, und wir wollen hier rein, dumm, 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 dumm. Aber ist auch vor der Akademie oder. Nee, Garden nannte sich das, ne? Ja, Garden. Yeah. Wir sind zurück. Und das. Nein, du redest das über uns. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzug von GF, daran solltest du immer denken. Ja. Wie züchtet man GF? Ach, scheiße. Der GF-Level steigt durch EXP-Erfahrungspunkte ESK. Abilities hingegen erlernt man durch Ability-Punkte. Ja, das ist auch. EXP. Oh. Ich kämpfe der GF. Ist aber automatisch. Dann bekommt man ebenfalls nach Kämpfen. Ja. Vieles dadurch erlernt werden, hängt jedoch vom Spieler ab. Der sollte der Lernprozess gut überlegt sein. Wir schauen uns den Lernprozess Schritt für Schritt an. Sobald man im Menü den Punkt GF auswählt, erscheint eine Liste der verfügbaren GF. Genau. Wenn man zum Beispiel Schieber auswählt. Ja. Werden die Last für Verschiebe angezeigt. Hier werden Verhältnisse zum Charakter, Level und anderen Parametern aufgelistet. Durch die Auswahl Lernen erscheint ein Bild, mit dem man dieses von Shiva. Aha. Sehr interessant. Die Kirche an den Weiß, zum Beispiel Stärke, sind Bildes, die Shiva bereits erlernt hat. Die in Grauen gewesen sind welche, die sie nicht erlernt worden sind. Die erste neben dem grauen Ability, ja, zeigt die bisher gesamten AP und die rechte, die gebraucht werden. Ja. Ah. Die Werte neben dem Körperkabel sagen 0 und 50 mit das AP. Ja. Der EL-Angriff K zu erlernen. Ja. Ja. Steht in die Auswahl. Aha. Das K wird anschließend von Shiva erlernt. Aha. Daher wollen wir AP werden TL-Angriff gesammelt. Gut, sobald die benötigte AP von 160 erreicht ist, eignet sich Shiva diese Ability an. Wenn man neue Ability erlernt worden ist, wird die anderen als Ability festgelegt. Ja. Wird an der Gelehrte das neue festlegen, ist schon klar. Welche über den neuen Zuhörer hängt stets davon ab, wie hier zu verlernt wurde. Einfach in der Lernvergangenheit beeinflusst die GF-Leistung. Ist es empfehlenswert, immer in diesem Menü selbst die zu erlernenden Abilities auszuwählen. So viel zur Aufzucht von GF. Viel Erfolg. Juhu. Zimmer, in deinem Zimmer und wie vor, wir treffen uns an der Eingangshalle. So, ich gucke jetzt aber kurz mal nach. GF. Nach Level 1, Level 2, ja, ist klar. Lernen, was hat der denn gemeint? Ja, das kannst du. Lass ich den das erstmal zu Ende lernen, weil er hat ja schon mal die. Das sind die Standardsachen. Zurück da. Ah, und Shiva, was lernst du denn gerade? Ja. Also dich habe ich so grad mal. Mich brauche ich. Die Kopplung möglich. Machen wir lieber Stärke. Und weg.
Er hat ja noch nicht so viele Punkte, also ist nicht ganz so schlimm. Und wir laufen, laufen, laufen. Wir müssen in unser Zimmer rein. Zimmer. Wo war das? War ich noch nicht. Da ist der Drawpunkt, der ist ja schon benutzt. Lauf, lauf, lauf. Na, lauf. Und was sind das für Lichter da hinten? Einfach so Lichter oder was? Juhu. Lauf weiter. Nein, ein bisschen Lauf reißt hier am Anfang schön. Super du, super du, super, super, super du. Ah, ist das schön. Richtig angenehm. Aber ich will heute noch Mega Man aufnehmen, meine Fresse. Okay, rein hier. So. Jetzt muss ich. Wo waren jetzt nochmal die Dinge? Ich muss hier kurz nachgucken. Ich weiß nicht mehr, wo die. Tiere. Ach, raus weiter. Okay. Einmal auf die. Muss ich hier unten rum oder muss ich. Oben rum? Dumm, dumm, das ist schön, wenn man ein Spiel blind spielt. Ja, hier sieht es fast schon richtig aus. Hopp, hopp, lauf, lauf, gib mich auf, lauf, lauf, gib mich auf, lauf, lauf, gib mich auf. Mein Gott. Okay. Nein. Das war ein. Ja, grau war das noch. Dann ist schlau, lauf, 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 lauf. Jup, 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 jup. Lauf, lauf, gib nicht auf. Mein Gott, so viel Lauferei, Moment. Das scheint mein Quartier zu sein. Hm, was ist da? Was ist mein Quartier? Jo, ich bin aus dem Bild. Und, ist hier was? Nein, 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 scheint nicht so. Yeah. Das ist toll, wenn man so ein Spiel blind spielt. Ich habe keine genaue Ahnung. Ich sehe deine Uniform an. Was ist das? Was steht da? Was ist das? Das sieht. Was ist das? Das ist ein Koffer. Mach den auf! Zumindest. Die Uniform. Ja, umziehen. Cool. War nicht schlecht. Und hier. Ja. Nein. Ja, das. Einmal kurz speichern. Aber ich mache das hier auf einem anderen Slot. Weil, falls die Aufnahme nichts wird, ist mir das sicherer. Also ein Sicherheitsslot halt. Ja, lauf, lauf. Da werde ich immer zwischen diesen beiden Slots wechseln. Und dann dürft das. Falls die Aufnahme verkackt wird, irgendwie durch irgendwas, was weiß ich, dürfte es rettbar sein, sagen wir mal so rum. So, ah. Squall, Squall. Ja, bin ich doch. Hier ist die Zusammenstellung für die Testansatz. Zusammen mit Zeldinch. Der ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur rum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xeldinch. Oh. Also die Cutscenes, ganz ehrlich, haben eine schöne Grafik, finde ich. Yeah. Yo, ich wusste es, sowas muss man. Yo, sind wir zusammen. Mhm. Ja, lassen Sie einstellen von dem. Wenn man die vierte Fenster, die Elf-Funktion einstellt,
werden seine Kombos automatisch ausgeführt. Die angewiesenen Spezialtechniken sind dabei zufällig ausgewählt. So viel zu Xels Spezialtechniken. Ja. Scheint sie eine ganz andere vorzunehmen. Okay. Warte, früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit. Wir haben trainiert. Ja, klar, immer noch trainiert, ist logisch. Das glaubst du nur. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Das war jetzt zu... Halt mal. Der Cypher ist euer... Truppenführer. Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich. Cypher? Bist du hier? Cypher? Yeah, und da kommt der Coole. Der uns eine kleine Narbe im Gesicht verpasst hat. Die Leibgarde Fujin und Reijin. Der kompletten Ordnungsdienst. Das ist, du bist der Truppenführer. Viel Glück. Quiz des 3P. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Boah. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Ganz ehrlich, ich mag die Frau. Setz Quiz ist auch auf die Liste. Die Liste, was wohl daran, was wohl darin steht. Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst es nicht, klar? Oh mein Gott, ist das ein Angeber. Sind alle beisammen? Director Set. Schön, Sie sind, Sie zu sehen. Ich bin Director Set. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil. Aufgelistet in Truppe A bis D. Der Ort, wohin Sie sich nun begeben, ist ein relles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind absolut reller. Knoten in der Zone. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird Sie begleiten. Eine Welt, die Sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Super! Die Spezial-Seed, der Stolz der Balamp Garden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Hauptsache man hat die Möglichkeit zu sterben. War nicht schlecht. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind. Es wird langsam Zeit. Und der haut wieder ab. Und, ach, ich kann mich bewegen. Und der läuft hinterher. Wir müssen hinterher. Alles klar. Aber halt, ich muss erst... Nein, scheiße. Jetzt habe ich vergessen, einen einzustellen. Der kann jetzt nur angreifen. Scheiße. Ja, komm, steig auch ein. Und, das Auto sieht ein bisschen merkwürdig aus.